Feind im Visier, Scharfschützen der Fallschirmjäger greifen an. Der Feind bemerkt sie oft nur, wenn es längst zu spät ist, wenn ihre Kugel das Ziel ausgeschaltet hat. Der Knall des Schusses ist auch fast das Einzige, was einen Scharfschützentrupp verrät. Zu zweit haben sie sich angeschlichen, ein Schütze und ein Beobachter. Sie haben ihr Ziel in Ruhe ausgespäht und bekämpft. Jetzt fließen sie aus der Stellung. Der Auftrag der Scharfschützen der Fallschirmjäger ist erledigt. Ja, wir waren relativ erfolgreich. Wir sind gut in die Stellung reingekommen, haben auch relativ früh das Ziel aufgeklärt, was auch ganz gut getarnt war. Dann haben wir es bekämpft und sind aus der Stellung rausgeflossen und haben dann dementsprechend die nächsten oder die Nachbartrupps unterstützt. 5.30 Uhr, eine Waffenkammer in der Alpkaserne in Stetten am Kalten Markt. Ausgabe der Präzisionsgewehre an die Scharfschützen des Fallschirmjägerbataillons 313. In den Kisten und Koffern verpackt ist das Arbeitsgerät. Es ist das G22. Die Scharfschützen machen sich einsatzbereit. Sie werden heute Ziele im süddeutschen Hochland bekämpfen. Etwa 50 Kilo Gepäck schleppt jeder Soldat mit sich ins Gelände. Doch bevor es dorthin geht, müssen sie sich noch hübsch machen, wie sie sagen, und meinen natürlich das Auftragen der Tarnschminke. Tipps von Frauen bekommen sie dabei nicht. Dieser Scharfschützenzug besteht nur aus Männern. Geld verdienen als Mitglied dieser Truppe ist ein wirklich hartes Brot. Jetzt werden sie im Wald abgesetzt. Es sind mehrere Zwei-Mann-Trupps. In Afghanistan sind sie Dauergäste, denn solche Kämpfer werden dort immer benötigt. Sie vervollständigen ihre Tarnung. Die Unterhaltung ist knapp. Bis 12 Uhr muss das Ziel fallen. Der Chef der Truppe erwartet viel von seinen Soldaten, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Scharfschützen sind eine verschworene Gemeinschaft. Hier irgendwo sind die Ziele kaum zu sehen. Der Boss will seine Männer fordern. Der Zweck ist jetzt hier, dass sie einmal ungesehen Stellungen beziehen können. Das heißt, vorne steht dann jemand, schaut sich das an, beobachtet, ob die langsam, flüssig in die Stellung reinkommen, ihre Waffe in Anschlag bringen und dann natürlich auch das Ziel aufklären. Ja, die sollen ja dann nachher sehen, da vorne ist mein Ziel, das muss ich ganz klar identifizieren. Und wenn ich das identifiziert habe, dann natürlich auch durch den scharfen Schuss bestätigen. Und da kommen sie auch schon angeschlichen. 1,5 Kilometer haben sie bis zur Schießbahn durch den Wald zurückgelegt. Ihre Tarnung mussten sie dabei immer wieder an die neue Umgebung anpassen. Denn wer als Scharfschütze sichtbar ist, spielt mit seinem Leben. Aber auch der behutsame Umgang mit seinem Gewehr ist für den Schützen wie eine Lebensversicherung. Die To-Do-Liste hat jeder im Kopf. Er muss seine Waffe überprüfen, dass alle Werte eingestellt sind, dass sie in Ordnung ist, dass sie nichts verstellt hat, dass noch alle Teile da sind, wo sie hingehören, die Waffe an sich abtarnen und dann halt möglichst schnell das Ziel auffassen, mithilfe seines Beobachters und dann halt bekämpfen. Scharfschützen sind zwar echte Naturburschen, aber den Regen lieben sie ebenso wenig wie andere Menschen. Zielfernrohr und Ferngläser beschlagen bei Nässe. Mehrfach müssen sie ihre Stellung wechseln, um das Ziel überhaupt sehen zu können. Ein Nachbartrupp hat gerade erfolgreich zugeschlagen. Regenwetter ist eben keine Ausrede für einen Patzer. Überall sind ihre Kameraden inzwischen in Stellung gegangen. Die Beobachter suchen nach Dreiecken oder Rauten, die irgendwo versteckt sind. Es kommt zu Überraschungen. Wir hatten das Ziel nicht so dicht erwartet, wie es jetzt uns präsentiert wurde. Wir hatten eine größere Entfernung erwartet. Und dementsprechend ist der Stellungsbereich ein ganz anderer. Wenn du ein Ziel ganz dicht vorne bei dir hast, musst du so weit wie möglich nach vorne an die Waldkante. Was eigentlich schwierig ist, weil der Schütze sucht immer mit dem Beobachter oder der Trupp an sich in der Tiefe des Waldes eine Position. Auch dieser Trupp muss sich zum Waldrand vorrobben, um das Ziel aufzufassen. Je näher sie der Lichtung kommen, desto mehr riskieren sie. Vielleicht hat der Feind sie bereits aufgeklärt und nimmt sie gerade selbst ins Visier. Der Feind, das ist der lauernde Chef. Doch der Trupp hat Glück, er hat sie noch nicht bemerkt, auch wenn ihre Spuren im Gras verräterisch sind. An der Waldkante suchen sie nach einem Rechteck mit rauer Oberfläche und entdecken es schließlich auf einem Anhänger. Das Ziel ist 15 x 15 cm.
auf eine Entfernung bis teilweise 350, 380 Meter. Unsere Kamera sieht das Ziel nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Augenmaß ist hier gefordert. Volltreffer, der Beobachter verrät seinen Trick. Es war eine kleine Phase, da war der Regen nicht so stark. Und die haben wir genutzt und konnten wir das Ziel halt dementsprechend identifizieren und bekämpfen. Doch Freudenjubel verkneifen sie sich, denn Scharfschützen hüllen sich gern in Schweigen. So lebt man länger.